So, da sind wir wieder mit The Crew. Wir versuchen uns jetzt mal an diesem Psycho-Rennen hier. Oh, das kann ja was werden, ey. Das wird der größte Shit. Tim hat einen Sitzungsfehler mal wieder gehabt, glaube ich. Die arme Sau. Entkomme den... Mir tut's jetzt schon weh. Verdammt, die Cops, Roxanne. Kann das Paket nicht aufnehmen. Was? Cops! Jede Menge Cops! Na, irgendwie könnten wir die doch vielleicht hier in dem Friedhof Getummel abhängen. Toller Plan. Ich schütze den Bär und den Meuterbogen. Er macht das gut, der Junge. Geil! Wie leicht war das denn? Das muss Gold geben. Und eine Stufe hoch. Jawohl! Super gemacht, Meteorbogen. Geile Sache. Hat der gut hingekriegt. Mit seinem Skyline hier. Boah, die Felgen sind aber nicht jetzt unbedingt die schönsten, ne? Aber gut, sind Offroad-Schlappen. Jawohl, ein bisschen was Power für unseren Mustang hat er uns auch beschert. Sehr geil. Vielen Dank. So lässt sich's leben. So muss das funktionieren in der Crew hier. Easy peasy die Cops abgehauen. Oi, oi, oi. Roxanne, die Cops sind weg. Gut, aber das war ein Rückschlag. Ab jetzt müssen wir vorsichtiger sein. Ja, okay, aber keine weiteren Hinterhalte. Versprochen? Warum wendet der jetzt? Bist du der wie vor? Ich bin der Typ aus Vegas. Ich hab deine Nummer von Alita. Klar, was gibt's? Ich hab mich nach dieser Daria umgehört. Sieht nicht gut aus. Sie hat Schiff wohl vor ein paar Monaten ans Bein gepinkelt. Er hat sie umgebracht, Mann. Erschossen. Danke. Roxanne, hast du das gehört? Hab ich. Weißt du... Pass auf, ich muss los. Roxanne, Mist. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht konnte er auch nicht mitmachen, weil sein Fahrzeug nicht stark genug war. Da vorne ist irgendwas wieder, um die Karre zu verbessern. Schauen wir mal. So. Um Himmels Willen. Ihr wisst, wie sehr ich diese Scheiße hier liebe. Genau deswegen! Weil die Geister einfach mal überschnell. Weil es ist ein Hammer H1. Fistet den Mustang hier weg. Ich will nicht schuld sein, wenn man dich aus dem Straßengraben kratzt. Du brauchst noch mehr Erfahrung. Guck mal, wo der Geist... Alter, wie schnell ist der? Und warum reagiert mein Auto schon wieder nicht? Ich krieg ja nicht mal Bronze hier zusammengeschissen. Was soll das? Alter, fick deine hässliche, eklige Scheißnummer hier. Alter, was zur Hölle? Wie overpowered muss... Das ist Stufe 30! Wie OP muss ein Auto sein, bitte? Um die Sachen hier mal ganz gechillt zu erledigen. Ja, natürlich. Ja, fahr du mal, du behinderter Geist. Also ich weiß ja nicht. Das ist ja schon Endstufe, was der da fährt. Geht nicht. Kannst vergessen. Die Karre raus, die Brei. Oh Gott. Die bricht einfach aus. Die macht, was sie will, diese räudige Scheiß. Pisskarre, weißt du? Boy!
Was ist das hier für ein Mühl? Was ist das? Wie soll das gehen? Ich meine, es lohnt sich. Volle Kanne für das Auto hier, aber wir kriegen ja nicht mal Bronze hin. Ich meine, guckt euch an, wie schnell dieser Behinderte hier... Gott nochmal, dieser dumme Scheißhammer hier. Ja, guckt euch das an. Der fährt da ganz easy peasy. Das ist gar nichts für die Karre, glaube ich, hier. Wenigstens Bronze, Mann. Aber der Wagen kommt nicht aus dem Pott. Der kommt nicht aus der Pötte. Achtung, ein gefährliches Fahrzeug bedroht den Bereich. Alle Patrouillen aufpassen. Bedroht den Bereich. Ja, ich bedrohe das Gras mit meinen Reifen. Es klappt einfach nicht. Dieser Wagen ist nicht imstande, auf Gelände zu fahren, obwohl er darauf ausgelegt ist. Alter, ich raste aus, das ist wieder so eine Rage-Folge. Der Typ hier. Was hat der für ein Paket, Alter? Fick deine Mutter! Ich raste so ein Kränk aus, ich werde gleich zum Zombie hier. Mann! Ich nehme gleich den Rallye-Wagen, Alter. Kann er mich mal am Arsch lecken. Ach, weißt du was? Fick dich. Fick dich, du Bullenfotze. Das hat keinen Sinn, Alter. Diese Autos sind für den Arsch hier. Diese Gelände-Schrotthaufen, ey. Erbärmlicher Müll. Guck dir den an. Das ist für ein Rallye-Wagen, wa? Ey, das gibt es doch gar nicht. Warum? Seit dem Update bewegen sich diese Autos wie ein geölter Haufen Scheiße. Da, was soll denn das? Was hat der denn für einen Wendekreis? Ich fahre doch keinen Panzer. Boah. Schon wieder. Hör mal gleich, ne, Alter. Alter! Was zur Hölle? Alter, wie? Was ist denn das für ein Hammer? Hat der einen Bugatti-Motor drin oder was? Ja, brich ruhig weg. Komm, leck doch da, leck meine Eier, du Krüppel! Mal, wenn ich übersteuer, ich fuck die Henne, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was entwickeln die hier für einen heutigen Scheiß? Wie soll man denn sein Auto aufwerten, wenn man keine Chance hat? Wo leben die denn? Alter, die machen, was sie wollen, diese Karren, ne? Ja, komm, verpiss dich! Verblende mir nicht die Sicht mit deiner overporten Drecksmaschine da. So ein Witz. Was für? Oh. Oh. Fuck you! You! Das kann mir mal erzählen, wie ich das mit dem Mustang denn schaffen soll? Sind die Scheiße behindert, besoffen oder irgendwas gewesen? Ja, ist wieder am Arsch der Welt. Das gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Ich spuck euch an.
So, Rage-Modus over hier. Meine Fresse. Passiert. So. Wir beruhigen uns mal eine Runde. Alter, was zur Hölle? Das Spiel macht, was es will. Oh. Ich sehe absolut keinen Sinn hinter diesem Geländewagen. Selbst der Rallyewagen hier ist besser auf dem Gelände. Auf diesen Straßen. Wofür gibt es Rallye und Geländewagen? So heftig ist da der Unterschied nicht. Normalerweise. Ich hole mir ein anderes Auto fürs Gelände. Ich glaube, der Mustang ist da einfach nicht geeignet. Ich hole mir einen Dodge Ram oder so einen Scheiß. Ja, ja. Dieses realistische Schadensmodell hier, da haben wir uns schon tausendmal drüber aufgeregt. Wir drehen uns hier wie in so einer Waschmaschine. Wieso sagen die nicht, für was für Stufen diese ganzen Dinger sind? Voll der Wahnsinn, ohne Scheiß hier, wie ist du bekloppt? Diesen ganzen Tests und so ein Mühl da alles, ey. Was schon wieder? Stufe, da steht nichts. Warum sagen die nicht einfach Straßenfahrzeug oder Performancefahrzeug dafür nehmen? Nein! Die lassen einen voll auf die Schnauze fliegen. Dieses behinderten Mustang hier. Mustangs, alle scheiße. Jedes Bauart, jede Baureihe, alle scheiße, vom Anfang bis zum Ende. Kriegen ihre Kraft eh nicht auf der Straße im Real Life. Kannst du in eine Tonne kloppen, den Schrott. Sieht nur schön aus, mehr noch nicht. Schöner Klang, schöne Optik, Performance. Nicht schon wieder so ein Krüppeltest, wo nichts hinhaut. Da, was ist das denn für ein Beutetest? Passt ja mal gar nicht. Ah, ey, das ist was für ein Motorrad hier. Ja, wer fährt so behindert? Der Wagen fährt von allein nach rechts, wollte der wieder. Oh Mann, ey. Der will in die Freiheit. Puh! Bronze bringt schon 19. Naja, läuft. Naja, wenigstens ein kleiner Trostpreis. Was will mir dieses behinderte Navi schon wieder sagen? Was feiert der da auf dem Radar? Habt ihr das gerade gesehen? Oh. Unglaublich. Naja, heute regt das Spiel echt auf. Ich bin wirklich im Rage-Modus gewesen. Bin immer noch halb drin, versuch gerade rauszukommen. Ich denke mal, das Ding da vorne wird uns jetzt gleich den Rest geben, dann werde ich erstmal richtig explodieren. Sprungtests sind am besten, Alter. Die sind meistens eher leicht. Irgendwie wenigstens auch machbar.
Ich wette, jetzt kommt mir irgendein Scheiß entgegen und bremst mich aus. Langsam, Kumpel. So weit bist du noch nicht. Sammle Erfahrung. Muss doch wieder Gold machbar sein, oder? Vor allem so weit bist du noch nicht, aber du oder was, du Schlampe? Nee, 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 also ich friss mein Bart, ey. Ich drehe hier noch durch, ich kriege hier graue Haare bald. Warum so? Die Übersetzung einfach mal spackt, ne, von dem Wagen. Hätte mich diese Höhle da nicht ausgebremst, weißt du? Ohne Schwung wird das nichts mit dem Straßenfahrzeug. Aber mir kommt immer was entgegen. Ich habe da irgend so ein Fluglicht, irgend so ein Fluchlicht da auf mir. Das immer, wenn ich irgendwas mache, der Verkehr ist da schon wieder. Jetzt pass auf, jetzt kommt noch Gegenverkehr dazu und dann ist wieder vorbei. Ja. Macht er jetzt nochmal mit einem anderen Fahrzeug. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Gucken, ob es mit dem was bringt. Ja, plus 4. Besser als nichts. Sollte mit dem ja jetzt wohl kein Problem sein. Na, das siehst du, der Skyline regelt. Jo. Es gibt einen neuen Schmuggelauftrag, Alex. Ich habe genug Rallye-Wagen gekauft, um eine ganze Crew zu... Warte, bist du okay? Tut mir leid mit deiner Schwester, Ross. Du musst das jetzt nicht. Du bist hinter Schiff her, richtig? Mit Missionen wie dieser kommst du an ihn heran. Fahr zur Stelle auf dem GPS. Boah, was ist denn was der... Boah, bremsen! Nein, Alter! Oh, Technik! Oh, fick mich in meinen Kopf heute! Oh, ich weiß nicht, heute stimmt doch irgendwas nicht hier. Ich kapiere es nicht, ne? Also.
Ich kapier das nicht, ohne Scheiß. Die sind alle so OP, ne? Ich muss die Karren ernsthaft Stück für Stück steigern oder was? Plus 3, plus 5, plus 3, plus 4, plus 2, plus 1, plus 100. Ey, was macht dieses Auto? Freunde, wir gehen in die Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich bin dann wieder beruhigt, weil diese Folge wollte mich einfach nur komplett verarschen. Dieses ganze Auto, diese ganze Technik, diese ganzen scheiß behinderten Tests. Ah, trotz allem geiles Spiel. Also denkt nicht, ich finde das Spiel scheiße. Keine Sorge. Es geht natürlich weiter. Bis zur nächsten Folge. Halleluja. Halt die Fresse!